Hallo, hier ist Crazy Smeet und willkommen zu diesem kurzen Infovideo. Aktuell kam ja auf dem YouTube-Kanal nicht so viel. Ich wollte euch nur sagen, dass sich aktuell gar nicht lohnt, jetzt hat Marvel's Web bis mal, weil das nächste Projekt kommt, das am Dienstag startet, ja, Sonic Frontiers. Und ich dachte mir, dass ich mich da erstmal widme. Und deswegen wird erstmal ein bisschen Pause geben bis zum 8. November. Ich habe es mir vorbestellt schon und ihr werdet es am 8. bekommen. Und dann geht es dann richtig Vollgas los und. Also vollgasmäßig dann los und werde ganz auf der PS4 zocken. Und nanu, was mache ich da gerade? Ein neues Spiel runterladen: Curse of the Dead Gods. Und ja. Und ich kann eins sagen, nein, dieses Spiel werde ich nicht let's playen, weil das ist ein Roguelike-Spiel. Also ich mag solche Spiele zwar, aber ich brauche mal ein Spiel, was ich offscreen und nicht let's play, also was ich keine Videos mache. Und ja, ich bin ja auf Trophäenhand und deswegen, seht ihr ja hier, keine Sorge, ich werde noch kein Trophäen Sammlungsvideo machen, weil es zu wenig Trophäen. Schaut mal. Ich geh nochmal kurz. Schaut mal. Zu wenig. Und ja, da 257, das reicht mir glaube ich nicht. Deswegen, ja, werde ich mir dieses Spiel runterladen und werde dann da mich auf die Platin setzen. Also, tja, das ist sozusagen der Plan, weil das steht. Also, man kann. Also, das steht. Ja, ein Roguelike-Spiel handelt es sich da und deswegen möchte ich das mich. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall dann machen. Deswegen, ja, wird das sozusagen mein nächstes Projekt sein für. Und es wird dann auch sozusagen dann mein Ersatz bis zum Frontier Launch. Bis Sonic Frontiers rauskommt, wird das mein Ersatz sein. Ihr werdet es nun zocken und dann kommt bei euch geht es ganz normal mit den Projekten weiter, also mit hinten sehe ich hier meine PS4-Verpackung. Es geht ganz normal mit Sparks of Hope weiter und auch noch mit allen anderen Projekten geht ganz normal weiter, bis ich mit bis Frontier startet, das heißt mit sagen mit mit Sparks of Hope geht ganz normal weiter. Fortnite wird ganz normal weitergehen. Da habe ich auch ein bisschen gelevelt. So als Info. Bin noch nicht ganz auf Level 100. Was ich auf jeden Fall noch machen will. Und deswegen dachte ich, dass ich mich jetzt einmal auf PS4 mal beschäftige und euch dann vielleicht im Laufe des nächsten Jahres dann für den Drittkanal wieder Content aufnehmen werde. Weil da kommt ein Trophäenvideo. Ist geplant, deswegen seht ihr hier auch die Trophäensammlung, hier seht ihr noch ein Platin und es kann sich in wenigen Stunden ändern. Und die 257, die kann auch noch ändern. Und ja. Deswegen wird das sozusagen dann sich auf jeden Fall ändern. Deswegen wird das immer mein Projekt sein, wird das mein Spiel sein, was ich jetzt privat zocken werde. Also, nur so als Info, ich wiederhole es nochmal. Curse of the Dead Gods wird kein Let's Play auf meinem Hauptkanal sein. Gut. Und sollte das irgendjemand fragen. Ja, also ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Also Videos kommen und also Livestreams kommen und dieses Spiel, was ich gerade runterlade, wird kein Let's Play. Gut. Wir sehen uns dann vielleicht am 8. November oder in den kommenden Tagen dann, wenn ich dann mich mit Marvel's Web beschäftige oder wir sehen uns vielleicht spätestens am 8. November wieder, wenn dann Sonic kommt. Wenn Sonic Frontiers kommt, dann wird es dann wieder Vollgas-Videos geben. Also, gut. Ich würde sagen, das war's von mir. Ich lade das Video jetzt gleich hoch und dann geht es dann demnächst weiter. Beziehungsweise dann am 8. November geht es dann weiter.
sozusagen als vormerkt. Oder nicht am 8., sondern am... am 11. so rum geht's weiter. Ich weiß selbst nicht genau, ob... Doch am 11. geht es dann weiter. Also am 11. November könnt ihr so mal rot anstreichen, geht es dann weiter. Auf diesem Kanal. Oder am Wochenende. Wochenende oder spätestens am 11. November geht es dann weiter. Gut, ich glaube, genug geredet. Ich werde das Spiel jetzt mal downloaden. Wie gesagt, dazu kommt kein Let's Play. Und ich würde sagen, genug geredet. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Beziehungsweise dann, wenn dann Sonic Frontiers dann losgeht. Also, ich würde sagen, tschüss.